Und damit herzlich willkommen zum neuen AVA-Video hier auf Marchip TV und der Versprechung natürlich. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch einen Freizeitpark noch präsentieren möchte. Und ganz spontan, ja, habe ich heute dieses schöne Schmuckkästchen entwerfen können. Einfach aus dem Grund, weil ich so einen Kollegen auf AVA hatte, der mir dann seine Lagerhalle zeigen wollte und da habe ich mir gedacht, boah, die ist richtig geil dafür. Da kannst du richtig was Schönes draus machen und richtig viele Möbel reinpacken. Und so kam ich dann auf die Idee, dass ich da die Freizeithalle oder Freizeitparkhalle dann baue. Und ja, jetzt werde ich eine kleine Führung für euch machen. Ich habe da auch eine kleine Überraschung und Idee für euch. Also die Idee erstmal vorweg ist, dass man vielleicht diesen Freizeitpark so benutzt, wie die Barma Chipo, dass man vielleicht auch mal so Abende macht, wo man einfach Mitarbeiter hat, die dann zum Beispiel für die ganzen Fahrgeschäfte zuständig sind und sowas. Und dass man vielleicht dann noch eine coole Feier danebenbei macht, dass man vielleicht das verbindet wie bei Barma Chipo. Das heißt, Mitarbeiter werden dann hier ebenfalls gesucht. Ihr könnt euch gerne bewerben. Ich zeige euch gleich diesen Raum. Ihr könnt mich natürlich auch adden über W3LZ9Z, dem Freundescode, immer ein Tipp für euch, damit ihr mich dann auch, ja, dass ihr euch anfreunden könnt. Genau, das ist aber so erstmal das Gröbste, was ich euch sagen wollte. Jetzt geht es erstmal los mit dem Raum. Also an sich würde ich erstmal anfangen mit den kleineren Sachen. Also wir fangen jetzt erstmal an mit dem Eingangsbereich und dann gehen wir immer weiter hin bis zur Disco, die da auch noch eingebaut ist. Also hier ist so ein kleiner Eingangsbereich, den könnt ihr, glaube ich, ganz schön sehen. Also ich habe jetzt noch nicht alles perfekt gebaut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das jetzt erstmal so gebaut, wie ich mir das vorgestellt habe und falls das jetzt wirklich mega cool ankommt und die Leute richtig Bock auf diesen Raum haben, werde ich auf jeden Fall in Zukunft dann noch mehr hinbauen an Accessoires und so, weil ich weiß jetzt auch nicht, wo das Maximum ist an Sachen, die man da reinstellen kann und deswegen, ja, müssen wir einfach mal gucken. Jedenfalls ist hier der Eingangsbereich, hier sitzt dann jemand, der dann aufpasst, beziehungsweise die Leute in Empfang nimmt. Genau, das bin ich dann ja meistens. Hier dann mit Teppiche, einfach zum Style, hier kann man sich dann hinsetzen, hier links, wo man dann ein bisschen was essen kann, wenn man da reinkommt. Man muss ja nicht direkt zum Fahrgeschäft gehen, sondern man kann ja auch erstmal ruhig ankommen. So, dann gibt es schon diese erste Ecke, die vielleicht ein bisschen interessant ist. Hier kann man gewisse Spiele spielen. Zum Beispiel dieses Air Hockey kann man da spielen. Man kann boxen, man kann ein bisschen Musik machen oder auch Körbe werfen. Als Art Spielerhalle habe ich mir das einfach vorgestellt, konnte man das eigentlich ganz gut benutzen und das da einfach so hinstellen. In dieser kleinen Box, wenn ihr versteht, was ich meine, was da schwarz mit den Wänden ist. Und ja, man hat dann ja auch noch eine schöne Farbe auf dem Boden. Genau, das ist so meine Idee dazu gewesen. Dann gibt es da hinten, ja, wobei, wir können ja das erste Fahrgeschäft zeigen. Also hier geht es dann los mit dem Rodeo-Reiten, mit dem Stier. Hier habe ich dann am Anfang einen Stuhl hingestellt mit einer Kasse und mit einem PC. Da sollen dann immer die Leute sitzen, die darauf aufpassen, wer mit dem Fahrgeschäft dann fahren bzw. reiten darf in dem Fall. Und dafür habe ich das gebaut, solche Empfangshallen. Das ist noch nicht alles hundertprozentig fertig. Wie gesagt, da können auch Pflanzen und sowas hingebaut werden bzw. andere Sachen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Es ist halt viel und ich rede jetzt gerade ganz schnell, weil dieser Raum ziemlich groß ist und ich will euch natürlich alles in kurzer Zeit zeigen. Also hier könnt ihr dann reiten und ja, ich habe die ganzen Sachen wie die Seifenblasen und so dazu gemacht, weil es einfach nochmal einen besseren und cooleren Flair gibt. Einfach, dass man dann nicht komplett ohne was dieses Fahrgeschäft dann benutzt. Ja. So, dann kommen wir ja schon zur ersten Area, was Essen angeht. Nee, zweite Area sogar. Hier kann man sich dann einfach hinsetzen mit Freunden. Man kann dann schön zum Bus gehen und ja, interagieren. Was man da haben möchte an Essen, kann man da dann fragen. Und so, wenn man das dann hat, kann man sich dann gleich wieder hinsetzen. Da kann man auch Mitarbeiter suchen. Also, wie gesagt, wer Bock hat, Mitarbeiter zu sein, kann das gerne
äußern in den Kommentaren, dann seid ihr super gerne dabei. Also macht euch da keinen Kopf. Falls ihr irgendwie Bock habt, mit mir da in Kontakt zu treten, macht das bitte gerne. So. Da hinten gibt es dann ebenfalls so eine Area, da gehen wir auch mal hin. Also hier habe ich dann auch ein paar Sitzmöglichkeiten hingestellt. Also hier gibt es das dann auch nochmal, nur in Veggie-Style. Naja, da kann man dann ein bisschen Tischkicker spielen und sowas. Also dafür ist das gedacht. Einfach zwei Areas dazu. Genau, dann gibt es hier vier Autos, einfach so als Deko, weil ich nicht wusste, was man da noch hinmachen könnte. Hier gibt es dann den Turm, wo man auch nochmal einsteigen kann. Ihr seht es ja mit Kasse und sowas. Alles ganz klar so gemacht. Da geht sogar jemand rein, die Queen Miriam. Liebe Grüße, falls du das Video siehst. Da kann man dann einfach so reingehen, bisschen mit rumfahren, beziehungsweise ja, rumspielen, wie auch immer man es nennen möchte. Dafür sind eigentlich diese Möglichkeiten da. Diese Fahrgeschäfte, hier kann man sich dann sogar noch hinsetzen. Also ihr könnt euch das auch gerne in Ruhe nochmal angucken, in Avakin Live, wenn ihr wollt. Also da habe ich wirklich kein Problem mit. Macht das gerne. Hier gibt es dann auch nochmal sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich gehe mal drauf. Ach, Roundup heißt das. Da kann man auch einfach so reingehen. Und ja, hier ist dann größerer Platz bzw. eine große Fläche, da weiß ich auch noch nicht, was ich da genau hinmache. Ihr könnt mir gerne Vorschläge in die Kommentare auch noch schreiben oder mir das persönlich in Avakin sagen. Ich weiß nicht, was da hin soll, keine Ahnung. Schwierige Sache, sagt mir das am besten mal. Wäre sehr cool, weil ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich weiß echt nicht, was man da noch hinmachen könnte. Hier gibt es dann noch ein Trampolin. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Area. Das ist die Fire Area, beziehungsweise Party Area mit Pool. Hier kann man ein bisschen feiern, ein bisschen dancen, ein bisschen runterkommen, nachdem man die Fahrgeschäfte benutzt hat. Und ja, dafür bräuchte man dann noch einen DJ als Mitarbeiter, der immer Musik einstellt. Ja, das Blöde ist einfach nur, dass man bei so einem Raum leider nur 8 Leute einladen kann. Man kann keine 16 einladen, was mich total stört an Avakin. Also es wäre wirklich cool, wenn man in so einem großen Raum zumindest 16 Leute reinpackt. Das wäre eigentlich mal was. Aber leider ist das nicht der Fall, was mich ein bisschen stört. Also es nervt mich so ein bisschen auch. Hier nochmal im großen Überblick. Deswegen, dann würde ich es mir schon wünschen, dass man da ein bisschen mehr Lockerheit hat. Das hört sich dumm an. Dass man ein bisschen Freiheiten hat. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen, hat man leider nicht. Naja, also wenn ich Mitarbeiter einstellen würde, würde ich einen DJ einstellen und vielleicht noch 2 Leute, die auf die Fahrgeschäfte aufpassen. Das sind dann 3 plus dann ich, beziehungsweise ja, vielleicht doch kein DJ, dann bin ich der DJ und 2 Mitarbeiter, die dann einfach auf die Fahrgeschäfte aufpassen, damit wir dann zumindest noch ein paar Leute haben, die dass sie auch alles nutzen können, weil das ist ja so das Wichtigste, finde ich. Und darum geht es ja auch. Ja, weiteres gibt es hier, glaube ich, nicht. Aber ich finde es ganz cool, weil die Lagerhalle konnte man dann richtig gut nutzen. Einfach auch diesen Platz, so viele Möbel da hinstellen, kann man nicht überall, bin ich ehrlich. Also bin ich wirklich froh, dass ich mir das gekauft habe. Ich habe ungefähr, glaube ich, schon um die 50.000 bis 60.000 verloren, wenn man jetzt mal alle Möbel betrachtet, die ich davor auch schon gekauft habe, sonst so um die 10.000 bis 15.000. Also wenn ihr sowas nachmachen wollt, dann müsst ihr da viel reinhauen. Bestimmt so um die 60, 70 € Echtgeld, aber das solltet ihr am besten nicht machen. Wenn ihr da wirklich kein Geld habt für, dann macht das nicht. Ihr könnt auch gerne hier spielen und Rollenspiel natürlich auch betreiben, beziehungsweise Mitarbeiter werden. So, da hinten, wo ich gerade hinlaufen möchte, vielleicht seht ihr das, da wollte ich vielleicht noch irgendwie so ein Kino hinmachen, weil ich weiß persönlich auch nicht, was ich sonst dahin machen möchte. Vielleicht kann man da ja so ein Kino hinmachen, so ein verstecktes Kino oder was anderes, bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht könnt ihr mir da auch noch Vorschläge in die Kommentare schreiben, das wäre mega süß und nett, weil da habe ich wirklich keinen Plan, was dahin soll. Naja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Meldet euch gerne. Entweder aber oder hier auf YouTube, das wäre richtig cool und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder. Tschüss.